So, willkommen zurück zur nächsten Folge, Gothic 2. Und wir gucken mal, ob wir die Ratten, okay, die greifen uns alle an, besiegen können. Ich hoffe es. Ja, okay, easy. Die sind keine Gegner, alles klar. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Gut, ich hoffe bloß nicht, dass wir jetzt so eine Steinwesen gleich vor uns haben. Aber er hat ja gesagt, wenn irgendwas kommt, was wir nicht bewältigen können, sollen wir durchrennen zu Satoras. Ja, ich glaube, wenn er das schon sagt, dann wird das seinen Grund haben. So, komm her. So, die erste. Zweite. Ist ziemlich dunkel hier. Riesenratte. Oh, sehr gut. Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Okay, wir werden mal ganz kurz einen Rückzug antreten und uns heilen. Ich habe schon wieder nicht auf meine Gesundheit geachtet. So, ich hoffe, die Ratte ist nicht mehr hinter uns. So, das sollte erstmal reichen. So, wo ist er? Hä? Ist sie so schnell wieder zurückgerannt? Okay, sehr gut. Na, war das eine alte Steintafel eigentlich bei dem Steinwesen? Ah, okay. Die Ratte frisst ihre Kollegen auf. Da sehr schön. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Okay, da war ein Geräusch, was mir nicht gefallen hat. Es ist tatsächlich sehr dunkel. Kann ich mal gucken, ob ich das ändern kann. Nee. Gibt's denn hier keine Gamma? Wasser, Wolken. Ja, gibt kein Gamma. Gut, dann müssen wir leider damit leben. Oh oh. Ich werde mir vorsichtig aber noch einen Trank einpfeifen. Illuminati, moin, grüß dich, willkommen zurück. Nee, auf dem Hof habe ich auch noch keinen verprügelt. Ich habe den taktischen Rückzug mal angetreten und mir erstmal andere Quests gesucht. Jetzt sind wir quasi im Ausgrabungstempel. Oh nein. Das sind Goblin-Skelette. Oh. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wo Satoras. Ah! Wo Satoras ist. So, okay, wir rennen. Alter. Wir sind so im Arsch. Ich hoffe, hier ist Satoras. Na, 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 na. Satoras, wo bist du denn? Ah! Wir werden sterben. Satoras! Oh Gott, da ist er. Nein. Oh. 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 Scheiße. Mann. Das war eng. Klosterhype. Ja, da war ich noch nicht. Da werden wir wahrscheinlich anschließend hingehen, wenn ich hier durch die Katakomben gerannt bin. So. Okay. So, Ratten kommt her. Dann klatschen wir einfach nochmal alle Ratten hier. Erste. Zwei. Und die steckt gleich in der Ecke fest. Drei. So. Das waren die ersten drei. Dann kommen da vorne die nächsten beiden. Na, kommt her. Ich sollte vielleicht erstmal noch was trinken. So, eins. Na. Zwei. So, hier ist die Steintafel. Ich habe schon wieder nicht darauf geachtet, was das für eine Steintafel ist. Idiot. So, hier war doch noch eine Ratte, die mich einfach hinterrücks angegriffen hat. Wo sind die? Ah, okay, da vorne läuft sie. Ah, okay, nochmal zwei. So. Gut. So, speichern. Haben wir Geschwindigkeitstrank eigentlich? Nee, ne? Scheiße. Oh Gott. Ich werde mich nochmal schnell hochheilen.
So, gibt's nicht irgendwas, was unsere Geschwindigkeit erhöht? Apfel, Mana, Lebensenergie. Da. Nee. Gut, auf 3, wa? 1, los geht's, komm. Scheiß drauf. Lauf, einfach laufen. Einfach immer laufen. Na, 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 Hilfe, ich will nicht sterben. Na, 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 so, die starren zum Glück noch alle daneben. Hilfe, nein, da war der erste Treffer, Saturas. Dreh dich bitte um. Morgen. Alter, Alter. Jawohl, und ein noch. Ein Mistvieh weniger. Bist du denn von Sinnen? Mach, dass du hier rauskommst. In diesen Gewölben ist es zu gefährlich für Möchtegern-Abenteurer. Aber sag mal, kenne ich dich nicht? Natürlich, du Mistkerl. Glaube ja nicht, dass ich vergessen habe, wie du uns betrogen hast, damals, im neuen Lager. Er kann das gar nicht richtig einschätzen, weil ich... Im Endeffekt habe ich ihn befreit, auch wenn ich ihn... Ja, okay, ich habe ihn mit seinem Erzhaufen ein bisschen überrascht, möchte ich mal sagen. Ja. Ach, klasse, dass das wieder nicht gezeigt wird. Ah. Warum das mit den Videos immer so ein Problem ist? Ja, es ist quasi einfach nur die Zwischensequenz noch aus dem ersten Teil. Das brauche ich mir auch selber. Du hast unserem Erzhaufen alle magische Macht entzogen und dann bist du einfach verschwunden. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Ja, ich musste das machen, genau. Es war notwendig, damit wir den Schläfer töten können. Ja, der Plan hätte sowieso nicht funktioniert, davon mal abgesehen. Es war notwendig. Ohne die Macht des Erzes hätte ich den Schläfer niemals besiegen können. Was ist das für ein Gefasel? Schläfer? Besiegt? Hast du eigentlich die leiseste Ahnung, was du da getan hast? Du hast das Gefüge der Magie derart durcheinander gebracht, dass es bis nach Korinis zu hören war. Du kannst von Glück sagen, dass die Barriere eines Tages einfach in sich zusammengefallen ist. Worüber beschwerst du dich dann? Hat doch alles gut geklappt. Hüte deine Zunge! Was zum Henker willst du hier überhaupt? Ah, hier, bitte. Ich bin mit Laris hierher gekommen. Laris? Wirklich? Wo ist er? Ich bin allein. Laris ist zurück in die Stadt gegangen. Was? Und er hat dich ganz allein zu uns geschickt? Was denkt er sich eigentlich? Ja, ich mache Ich habe euer Ornament mitgebracht. Ja, was in aller Welt soll das bedeuten? Wer hat dir das gegeben? Sag nicht, dass Laris es dir einfach überlassen hat. Jetzt komm mal wieder runter. Ich habe es dir gebracht, das wolltest du doch, oder? Schon, aber es beunruhigt mich, dass du schon wieder deine Finger im Spiel hast. Ja, warum machst du so ein Theater um die alte Geschichte mit dem Erzhaufen? Immerhin habe ich schon damals für dich gearbeitet. Hast du dich da etwa nicht auf mich verlassen können? Und was hat es mir schlussendlich eingebracht? Denk ja nicht, dass ich dir traue. Warum denn eigentlich nicht? Mensch, Saturas... Alter Gauner. Ja, wir fangen erstmal unten an. Warum ist euch dieses Ornament so wichtig? Es ist der Schlüssel zu einem Portal. Mehr werde ich dir dazu nicht sagen. Ja, okay. Was machst du hier unten? Diese Hallen beherbergen alte Geheimnisse, rätselhafte Geheimnisse. Die Inschriften und Wandmalereien lassen auf eine sehr alte Kultur schließen. Alles, was du hier sehen kannst, ist in einer uns gänzlich unbekannten Sprache geschrieben. Wir fangen gerade erst an, sie zu lernen und ihren Sinn zu erfassen. Ja, schön. Danke für die Auskunft. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Was? Woher weißt du das denn schon wieder? Wer? Laris, ich bring ihn um. Er hat gegen unsere erste Regel verstoßen. Niemand spricht über den Ring des Wassers. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich traue dir nur, solange ich dich im Auge habe. Es war Vatras, der mir alles über den Ring erzählt hat. Was? Vatras? Großartig. Von allen Wassermagiern auf der Insel musstest du ausgerechnet an den einen geraten, der dich nicht kennt. Ich warne dich, mach dieses Mal keine Dummheiten. Ich werde mir Mühe geben. Ja, das möchte ich aber da du dir ohnehin nicht nehmen lassen wirst, auch die anderen Magier von ihrer Arbeit abzuhalten, kannst du einem von ihnen auch eine Nachricht von mir überbringen. Sag Riordian, dass ich ihn hier bei mir zu sehen wünsche. Er hält sich im hinteren Bereich des Gewölbes auf. Du wirst ihn schon finden.
Er kennt mich aber noch. Also, auch was meine Gewohnheiten betrifft. Natürlich werde ich hier alle abgrasen und alle anquatschen. Weil ich es einfach... Nichts zu plündern. Weil ich es einfach machen muss. Das gebietet mir die Gothic-Ehre schon. So. Haben die alles gleich dabei? Gut. Oh, Wahnsinn. Ein Flügel. Boah, hast du Langeweile hier. Die einfach stundenlang der Wand anzugucken. Naja, gut. Gehen wir mal ins Gewölbe. Hä? Wo kommen wir denn her? Von da kamen wir? Also muss er hier lang. So. Es ist immer noch verdammt dunkel. Da ist schon der erste Halunke. Morgen. Riordian. Hey. Hey, du. Was machst du da? Ich erforsche die Kultur des alten Volkes. Aus den Inschriften geht hervor, dass sie lange vor unserer Zeit lebten. Ich weiß noch nicht genau, wann sie diese Hallen errichtet haben, aber ihre Zivilisation war weit entwickelt. Sie haben jenseits der Berge eine Stadt errichtet und einen Tempel für Adanus. Schön. Kennt er mich eigentlich gar nicht mehr? Wie alt schätzt du den Bau hier? Nun, ich kann nichts Genaues sagen, aber er muss schon mehrere hundert Jahre alt sein. Cool. Eine verlorene Stadt auf der Insel von Korinnis? Ja, bisher haben wir in dem Glauben gelebt, die ganze Insel zu kennen. Wir sind davon ausgegangen, der komplette Nordosten der Insel wäre ein gewaltiges Bergmassiv. Doch wir haben uns geirrt. Hinter diesen Bergen liegt ein Tal. Dort befand sich die Stadt des alten Volkes. Nur zu gerne würde ich die Bauwerke der Stadt sehen, aber wahrscheinlich sind sie längst zu Staub zerfallen. Nee, glaube nicht. Saturas wünscht dich zu sehen. Ist er mit seinen Nachforschungen schon weitergekommen? Dann werde ich sofort zu ihm gehen. Wenn du mehr über diese Anlagen erfahren willst, sprich mit Nefarius. Er befindet sich weiter hinten in diesen Gewölben. Gut, machen wir. Ich glaube, dieser alte Teil der Insel, der wird trotzdem noch vorhanden sein. Denn, ja, wenn Saturas hier schon irgendwie so ein komisches Portal öffnen will, dann kann das ja nichts Gutes heißen. Ist hier irgendwas drin? Alte Steintafel, sehr geil. Damit haben wir die nächste alte Steintafel. Brauchen wir nur noch eine für den Erol. Ich schon wieder so einen Stein. Mir hatte das nicht. Ach, und ich will dir diese das random Gespräche. Das ist doch alles nur Gerede. Von mir hat er das nicht. Wir können nur abwarten. So, da ist doch irgendwas Größeres. Er hat auf die falschen Leute gehört. Okay. Das sieht wirklich aus wie irgendein Portal. Nefarius, hallo. Mit dir sollten wir reden. Oh, da ist ein Alchemietisch. Haben wir denn noch? 12? Naja, reicht das mal. Moin, wie sieht's aus? Was machst du denn hier? Das ist ja eine Überraschung. Ich dachte, man hätte dich getötet. Beinahe. Es gab einen riesen Wirbel um dich, weißt du das? Ich habe Saturas kaum wiedererkannt. So außer sich war er wegen der Sache damals. Mensch, dass wir immer über dieses Thema noch sprechen müssen. Naja. Was ist das für ein Portal? Wir vermuten, dass es in das verlorene Tal führt, in dem die alte Kultur ihre Stadt gehabt haben muss. Aber der Stein hinter dem Portal besteht aus meterdickem, massiven Fels. Auch gibt es keine Anzeichen für Teleportationsmagie. Sehr mysteriös. Sehr mysteriös. Weißt du schon, wie man das aktiviert? Eins der fehlenden Ornamente scheint eine Art magischer Schlüssel zu sein. Wir werden es brauchen, um weiterzukommen. Es muss genau in die ringförmige Vertiefung neben dem Portal passen. Warum bebt denn schon wieder die Erde? Menschenskinder. Dann steckt das ich mal rein. Ich habe einen Teil des Ornaments mitgebracht. Ist der reichen? Ja? Ja, das ist großartig. Hast du eine Ahnung, wo die anderen Teile sind? Den alten Inschriften nach wurde es in 4 Teile zerbrochen. Und es sieht so aus, als könnten sich die Teile immer noch auf der Insel befinden. Ich habe mit Merdarions Hilfe einige der Inschriften übersetzt. Dort finden sich Hinweise darauf, wo die verbliebenen Stücke sind. Hier, auf dieser Karte habe ich einige Stellen markiert. Sieh dich dort um. Du solltest auf alte Bauwerke achten. Vielleicht sind sie schon etwas verfallen und nicht mehr klar erkennbar.
Es könnte alles Mögliche sein. Ein großer Findling, ein Steinkreis, ein Mausoleum oder Ähnliches. Aber was rede ich? Du wirst es schon finden. Viel Erfolg. Ja, ach, jetzt hat er mir echt jetzt gerade eine Karte gegeben. Ich habe mir vor Ingame 20 Minuten eine Karte für 250 Gold gekauft. Oh. Aus welchem Grund wurde das Ornament zerbrochen? Wer auch immer das getan hat, wollte verhindern, dass das Portal jemals wieder geöffnet wird. Je länger ich auf die Inschriften starre, desto mehr erkenne ich, dass die Priester der alten Kultur wahrlich keine Dummköpfe waren. Es gab einen guten Grund, dass sie die Region dahinter unzugänglich gemacht haben. Wir wissen nicht, was uns dort erwarten wird, aber sicherlich ist es nichts Gutes. Na, ein Glück wollte er das Ganze hier wieder öffnen, wa? Ah. Die lernen aber auch nicht aus ihren Fehlern. So, hä? Das ist die gleiche Karte. Jetzt die zweite Karte, ja. Landkarte und Nefarius-Karte. Auf dieser Karte sind die Stellen markiert, an denen Nefarius die fehlenden Ornamente vermutet. So. Ah ja, ich weiß, welche Orte das sind. Und zwar sind das die Steinkreise. Zumindest unten die beiden sind definitiv die Steinkreise. Bei der ersten Farm, wo wir angekommen sind. Und das rechts unten ist der Steinkreis auf dem Feld bei Onas Hof. Gut, das in der Mitte oben, weiß ich nicht, könnte auch ein Steinkreis sein, habe ich jetzt aber selber nicht im Kopf. Ja. Also unten, oh Gott, oh, ich weiß nicht, was da für Viecher rauskommen. Aber ja, okay, die beiden Steinkreise können wir ja mal besuchen gehen. Vielleicht schaffen wir es ja. Merdarion und Kronos. Kronos kennen wir auch noch aus dem ersten Teil. Ich glaube, wir kennen generell alle, oder? Ist der da nicht drauf gekommen. Okay, Mix hier sagt mir nichts. Kennen wir uns? Alles klar? Ganz schön mutig von dir, hier einfach so rein zu spazieren. Lange bekannt. Okay. Was machst du hier? Ich studiere die Sprache der Erbauer. Die Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis des alten Volkes. Jeder von uns muss sie erlernen, sonst wäre diese Expedition beendet, bevor sie überhaupt angefangen hat. Die Erbauer haben Steintafeln benutzt, um ihr Wissen weiterzugeben. Leider sind viele davon zerbrochen oder wurden schon vor langer Zeit gestohlen. Ja, das sind diese Steintafeln, die wir ab und zu mal finden, wo zum Beispiel Bogenschießen 2, davon haben wir eine, die uns dann Fähigkeiten bringen. Kannst du mir das Lesen der fremden Sprache beibringen? Was steht denn so auf diesen Steintafeln? Sie erhalten das gesammelte Wissen des alten Volkes. Manche von ihnen erhöhen auf magische Weise das Wissen über Kampf und Magie. Für jemanden, der die Tafeln lesen kann, sind sie ein wahrer Schatz. Genau. Kannst du mir das Lesen der fremden Sprache beibringen? Tja, warum eigentlich nicht? Ich gebe gerne mein Wissen an dich weiter. Ich wäre mir da nicht so sicher. Oh Gott, wie viele Lebenspunkte brauchen wir denn? Fangen wir erst einmal einfach an. Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Texte, die in der Sprache der Bauern geschrieben sind, handeln in der Regel von weltlichen Belangen wie Arbeit, Liebe oder die Beschaffung von Lebensmitteln. Es war die gemeine Sprache der Stadt. Die meisten Texte, die man hier findet, wirst du damit verstehen können. Die Probleme habe ich kommen sehen. Okay, fünf Lernpunkte haben wir gerade noch übrig. Das war doch klar. Nee, können wir später mal machen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir irgendeine Tafel davon haben. Hier brauchen wir schon eine bessere Kenntnis über die Sprache. Das hier wäre zum Beispiel was wir mit der Bauernsprache lesen könnten. Und Magie auch. Das ist doch alles nur Gerede. Nee, oder? Alter, für die zwei Tafeln, nee, komm. Lohnt sich, finde ich, noch nicht. Können wir später machen. Haben wir überhaupt noch fünf? Ja. Oh, wir haben auch bald ein Level up, sehr schön. Merdarion und Kronos, die beiden kennen wir. Bei der Arbeit? Der ist ja nur im Quatschen, der kann ja nicht arbeiten. Bei der Arbeit? Diese Gewölbe sind mir ein einziges Rätsel. Unvorstellbar, dass sie bisher noch niemandem aufgefallen sind. Wir konnten den Eingang mühelos freilegen. Die Menschen sind so sehr mit ihrem täglichen Einerlei beschäftigt, dass sich niemand dieses Bauwerk näher angesehen hat. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Ja. Eisti, erstmal herzlich willkommen. Ich spiele. Also momentan bin ich noch keiner Fraktion beigetreten. Ich werde erstmal alle Grundquests abschließen. Miliz habe ich beendet. Die ganzen Quests.
Bei Onas Hof, den Söldnern, ja, habe ich auch eigentlich so gut wie alles erledigt. Da muss ich noch ein paar Leuten aufs Maul hauen. Und zum Kloster werden wir ja im Anschluss hier nach gehen. Also wenn wir hier unten durch sind, dann werden wir uns Richtung Kloster ausmachen. Und ja, so wirklich entschieden habe ich mich noch nicht. Also es wird darauf hinauslaufen zwischen den Söldnern und dem Kloster. Zu den Milizen gehe ich nicht, das ist ein faules Pack. Und ja, aber dann so in Richtung Einhand, zwei Händler. Was ist deine Aufgabe hier? So ist der grobe Plan. Ich versuche herauszufinden, wohin uns dieses runde Portal führen wird. Runde Portal. Außerdem helfe ich Nefarius bei der Suche nach dem fehlenden Ornament. Sicher ist, dass das Portal zu einem Teil der Insel führt, den wir noch nicht kennen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals davon gehört oder gelesen zu haben. Ja, wenn es ein unbekannter Teil der Insel ist, dann kann man darüber auch nichts lesen. Ne? Ach ja. Ja, die lassen sich ja von ihren wirren Vorstellungen immer nicht abbringen. Hat man ja beim Erzhaufen im ersten Teil schon gesehen. Deswegen werden wir die auch Ihr wollt tatsächlich durch das Portal gehen? Sicher. Vorausgesetzt, dass wir das fehlende Ornament finden, versteht sich. Ich gebe zu, es ist schon eine etwas riskante Angelegenheit. Riskante? Warum rollt er das her? Wir müssen unbedingt herausfinden, was es mit diesen ständigen Erdbeben auf sich hat. Was weißt du über Erdbeben? Was weißt du über die Erdbeben? Irgendetwas auf der anderen Seite löst sie aus. Vermutlich ist diese Quelle auch verantwortlich für das Erwachen der Steinwächter. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Saturas und Kronos können dir sicher mehr darüber erzählen. Kronos. Ja, ist die Gothic 1 durchgezockt. Gothic 2, also den Teil auch schon. Allerdings ewig her, deswegen so an manchen Stellen bin ich echt wie beim ersten Mal, keine Ahnung. Deswegen, ja, wurde mal wieder Zeit, dass ich es auch mal wieder durchzocke. Und ja, können wir zusammen erleben, wenn du willst. Was glaubst du, werdet ihr drüben finden? Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich vermute, dass es auf der anderen Seite ein ähnliches Bauwerk wie dieses gibt und ein Gegenstück zu diesem Portal. Alles Weitere werden wir sehen, wenn wir da sind. Ob er der Sänger von Rammstein ist? Nee, ne? Icy, herzlich willkommen. Vielen Dank für deinen Follow. Wie komme ich am schnellsten zurück in die Stadt? Du gehst am besten den gleichen Weg zurück, den du gekommen bist. Du könntest aber auch... Nein, das wäre zu gefährlich. Spuck's aus. Naja, die Erbauer dieser Hallen hatten ihre eigene Art zu reisen. Soweit wir das beurteilen können, konnten sie sich teleportieren. Das ist doch nichts Besonderes. Die Teleportersteine, die wir hier in Korinis gefunden haben, schon. Es scheint so, als würde der Teleporterstein hier in diesen Hallen zur Hafenstadt führen. Oh, sehr schön. Jedoch hat noch keiner von uns den Mut aufgebracht, ihn zu benutzen. Ach, ja, wir machen's. Wo ist dieser Teleporterstein? Im Beckenraum gibt es eine Tür. Beckenraum. Dahinter habe ich ihn eingeschlossen. Beckenraum. Jo, gib mir den Schlüssel. Ich will mir das Ding mal ansehen. Wirklich? Aber ich übernehme dafür keinerlei Verantwortung. Gib schon her. Wenn du meinst, hier hast du ihn. Ah ja, ich weiß, glaube ich, wo wir rauskommen. Wo sind die anderen Teleportersteine? Wir haben bisher nur einen weiteren, etwa im Zentrum von Korinis gefunden. In der Nähe der Taverne zur Toten Harpie. Magie. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Will ich nicht. Wenn wir erstmal drüben sind. Ja, ja, alles klar, danke. Merdarion. Wo ist denn Kronos jetzt eigentlich hin? Kronos? Kronos. Ja, ich glaube, der Teleporter wird uns genau in die Höhle teleportieren, wo wir gerade den Ork getötet haben auf dem Hinweg. Also es war, glaube ich, nicht verkehrt, dass wir gerade nochmal den Ork geholt haben. Wo ist denn Kronos jetzt hin? Kurz meine Waffe ziehen. Myxur? Nefarius? Kronos? Wo ist Kronos? Kronos! So. Da ist er! Olle Kronos. Moin! Na, kennst du mich noch? Kann ich kurz stören? Kann ich kurz stören? Du bist es! Dass ich dich nochmal zu Gesicht bekomme, hätte ich nicht gedacht. Ja, er kennt uns doch. Ganz schön mutig, dich nochmal bei uns blicken zu lassen. Es gab Zeiten, da hätten wir dir glatt das Fell über die Ohren gezogen.
Du kannst froh sein, dass das schon ein paar Wochen her ist und sich alle wieder beruhigen konnten. Ja, ich glaube, nach dem Erzhaufen-Skandal haben wir auch nie wieder mit den Leuten zu tun gehabt. Dann waren wir eigentlich nur unten in der Höhle und haben uns dem Schläfer gewidmet. Was machst du hier? Meine Aufgabe besteht darin, mehr über die Wächter des Tempels herauszufinden. Das ist schon ein harter Brocken, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Steinwächter haben eine mir völlig fremde Eigenschaft. In einem Moment stehen sie völlig leblos herum und im nächsten Moment stürmen sie wie besessen auf dich los. Ich habe ihre treibende Kraft noch nicht bestimmen können, aber eins ist sicher, sie ist magischen Ursprungs. Ja, durch die Macht des Schläfers, beziehungsweise durch den Ruf des Schläfers. Kriege ich hier neue Ausrüstung. Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Warum nicht? Wenn ich mich recht erinnere, haben wir damals schon gehandelt. Yep. Sag mir, was du brauchst. Feuerpfeil. Eislanze, sehr gut. 100 Schaden bei 5 Mana. Windhose, okay. Goblin-Skelett erschaffen. Da hätte ich ja noch eine Idee. Die Goblin-Skelette sind, glaube ich, nicht verkehrt. Vielleicht für Attila. Behalten wir uns mal im Hinterkopf. Erzähl mir mehr über diese Steinwächter. Viel kann ich dir bisher noch nicht sagen. Wir haben sie leider zerstören müssen. Jetzt sind sie ungefährlich. Als wir hierher kamen, haben sie uns angegriffen. Wir konnten sie nur mit vereinten Kräften besiegen und ich befürchte, dass hinter dem Portal noch mehr davon auf uns warten. Es muss einen Weg geben, ihre treibende Kraft zu bannen, sodass sie nichts weiter sind als Statuen und das auch bleiben. Ja. Sollten wir hoffentlich hinbekommen. Allerdings, das wird noch so ewig dauern. So, das ist die Tür, wa? Gut. So, das, alter Schwede, ist das dunkel hier. Muss mal eine Fackel ziehen. Ja, ein paar Fackeln haben wir, ja. So, gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Das wir uns vielleicht mal mitnehmen können. Eine Truhe. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Stimmt, das muss ich auch nochmal machen. Schlösserknacken lernen. So. Hä? Was ist das für ein Raum? Ich erkenne nichts. Liegt da eine Ratte? Keine Ahnung. So. Sehr schön. Schön geslidet. Hier ist gar nichts. Kann ich hier eigentlich einpacken? Nö. Okay. So. Speichern. Und wir betreten das Portal. Wie gesagt, meiner Meinung nach kommen wir jetzt in der Höhle raus, wo wir gerade den Ork rausgeholt haben. Oh Gott, Alter, hab ich mich erschrocken. Ja, klemm ihn da ein. Jawohl. Sehr schön. Nichts zu plündern. Nichts zu plündern. So. Okay. So, da ist also das Portal. Vom Schlösserknacken verstehe ich. Ach, Mann. Ärgerlich, wir müssen unbedingt Schlösser knacken lernen. Wir brauchen ein Level-Up. So. Mal gucken, ob mich meine Erinnerung täuscht oder nicht. Nein, sie täuscht. Ja, sie täuscht mich nicht. Oh Gott, ist das ein Wort. Ja, es ist tatsächlich genau die Höhle, wo wir den Ork gerade rausgelockt haben. Von daher alles richtig gemacht. Gott, jetzt wenn ich es gewusst hätte. Und ich wusste es wirklich nicht mehr, dass wir genau hier rauskommen. Sehr geil. Dann sind wir also sogar noch locker vor Laris wieder hier. Sehr schön. So. Da ist unser nächster NPC, mit dem wir reden müssen. Daron. Du wirst uns jetzt zum Kloster bringen. Scheiße. Ich brauche ein Schaf. Oder? War es nicht das Problem, dass wir noch ein Schaf und sowas brauchten? Um da überhaupt aufgenommen zu werden? Wie viel Gold haben wir? Ja, okay, das reicht. 2500. Dann werde ich als erstes ein wenig spenden.
Ich möchte spenden. Ich möchte spenden. 50 Gold. Ich segne dich im Namen Innos. Denn. Ja, das war nicht das, warum ich das eigentlich gemacht habe. So. Ich möchte spenden. Nochmal, 50 Gold. Ich segne dich. Genau, denn wenn man ihm spendet, dann kriegt man immer spenden. Boni. In dem Fall 2 Mana. Ich segne dich. 50 Erfahrung, ja, ist okay. Ich möchte spenden. Ich segne. 5 Lebensenergie, sehr schön. Ich möchte spenden. Ich. 5 Lebensenergie, ich möchte spenden. Ich. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass immer 50 Gold das Beste ist. Ich. Wir können einfach mal. Ich möchte 100 Gold. Einfach mal so, um zu testen. In, ja, okay, das bringt mir genau so viel Lebensenergie. Ich möchte spenden. So, hier nochmal 50 Gold, 5 Lebensenergie. Ich möchte. Das machen wir jetzt so lange, bis wir quasi keine Vorteile mehr davon haben. Und meiner Meinung nach geht das bis zu einer Gesamtspende von 1000. Danach ist dann quasi Innos besänftigt und gibt uns nichts mehr an Boni. Ich möchte. Ja, ich möchte spenden. Ich. Lebensenergie, ja, und so weiter und so fort. Ich möchte spenden. So, ein Lernpunkt. Sehr schön. Ich möchte. Ich hab gedacht, wir kriegen jetzt nur noch Lebensenergie. Ich möchte spenden. Ja. So, das machen wir jetzt, wie gesagt, so lange, bis hier Innos besänftigt ist. Und 5 Lebensenergie finde ich eigentlich gar nicht verkehrt für den Anfang. Alter Schwede, das ist aber deutlich mehr als 1000, oder? Ich beende mal ganz kurz. Ich weiß, 2-4 hatten wir. Ja, nee, doch nicht. Ich glaube, 1-2 Mal müssen wir noch. Ich möchte spenden. Ich möchte spenden. Du hast jetzt insgesamt über 1000 Goldstücke gespendet. Der Segen des Herrn Innos ist allerzeit bei dir. Jo, sehr geil. Vielen Dank. Das hat uns nochmal richtig viel Lebensenergie gebracht. Jetzt sind wir bei 192. Einen Lernpunkt haben wir bekommen. Ja gut, der da drauf ist geschissen. Und wir brauchen noch 110 Erfahrung bis zum nächsten Level. Das sollten wir aber ohne Probleme kriegen. Indem wir nämlich mit Daron... Scheiße. Ach, mit welchem Typen konnten wir denn zum Kloster rennen? Gab's da nicht irgendeinen, mit dem wir zum Kloster rennen konnten? Oder habe ich meine Chance vertan gehabt? So dass ich hätte nur bei Laris quasi das bekommen. Weil mit Dengaru, heißt er so, Dengaru? Ne, Daron, wer war denn Dengaru? Ich weiß nicht gerade. Ach, Rengaru, so hieß er gerade. Ja, wir hatten unsere Chance, schade. Das bedeutet, wir müssen wohl zu Fuß Richtung Kloster rennen. Ja, werden wir wohl machen müssen. Das allerdings erst in der morgigen Folge. Oder in der nächsten Folge. Übermorgen wird die kommen. Ich sage erstmal wieder vielen herzlichen Dank fürs Reinschalten. Und ja, lasst wie gesagt wie immer einen Daumen da, Kommentare oder auch Follows, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich dann auch in der nächsten Folge von Gothic 2, die Nacht des Rahmen wieder. Bis dahin, vielen Dank. Bis dahin, ciao und tschüss.